Six All in the Mix und herzlich willkommen zu einem Video, Freunde, wieder. Mal wieder unterwegs. Ja, Freunde, ich bin in Berlin, wie ihr gesehen habt, auf dem Erstkanal. Und ja, heute mal ein Video auf meinem Zweitkanal. Heute bin ich beim echten Holländer, ohne Scheiß. Und ich habe hier auch schon den Besitzer getroffen. Einfach so aus dem Nichts ist der Hammer. Ich freue mich. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist natürlich. Und ich gehe dir mal endlich mal erklären und auch zeigen und schmecken lassen, wie Pommes schmecken soll. Und ja, wir geben uns Mühe, wir machen alles frisch. Wir kaufen Kartoffeln, wir waschen die, stampfen die, alles machen wir selbst. So, wir haben keine Tiefkühle, wir haben keine Packungen. Und das gehst du jetzt mal probieren. Wow, ja. Freunde, das ist wirklich alles, was um Richtung Kartoffeln geht. Und die machen das selber. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Kartoffeln und Fleischbällchen. Ja. Wir schauen uns das an, aus der Nähe. Und ich würde sagen, alles klar. Der Kollege hat mich sogar jetzt reingeboten. Ne? Finde ich super interessant. Wow, ich danke dir, mein Lieber. Schaut euch das an. Schaut euch ganz das an. Ganz kurz hier so, vorne. Mhm. Ja, was wir machen, ist dann unsere Pommes. Wir kriegen die Kartoffeln natürlich auch frisch hier rein. Okay. Und dann werden die gewaschen und dann müssen die vorfrittiert werden. Und das machen wir dann auch. Wow, das ist. Wenn die dann so vorfrittiert sind, dann haben die eine schöne Farbe. Wir schneiden die auch viel dicker dann, was die meisten kennen. Wir schneiden die einfach dicker. Warum? Dann hat man auch ein bisschen mehr Geschmack an der Kartoffel natürlich. Und ja, dann werden die hier schön auf der Ruheplatz gelassen. Und dann gehen die in die Phase 2. Und dann kommen die in das nächste Becken. In das nächste Becken, das ist dann zum Beispiel eine hohe Temperatur, dass sie nochmal schön knusprig werden. Okay. Und dann eine leckere Soße dazu. Wow, das ist ja unglaublich. Ist das das Ding, was wir machen heute. Und ja, für euch, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Natürlich. Wo findet man euch, mein Lieber? Wir, bitte, wir finden uns in der Wilmersdorfer Arkaden. Das ist jetzt, heißt es die Wilma Shoppen, in der Wilmersdorfer Straße 46. Sehr gut. Wir sind schon dabei expandieren, aber auch Corona hat uns ein bisschen langsamer gemacht. Verstehe. Aber wir bleiben dabei, wir kommen auch. Und jetzt sind die Pommes zum Beispiel hier, gehen in das Warmerbettchen und dann dauert das ein paar Minuten und dann hast du frische Pommes. Hey, super Konzept. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, Freunde. Unglaublich, aus dem Nichts auf jeden Fall mit dem Mann hier getroffen. Und Fleischbällchen sehe ich ja auch gerade. Macht ihr ja auch. Fleischbällchen haben wir auch da. Und jetzt machen wir mal was, was nicht so viele Läden haben, zum Beispiel in Berlin. Mhm. Das ist unseren Teig hier, den wir selbst auch anmachen. Und das ist unser Corn Dog Teig. Das ist unsere Wurst. Die geht hier rein. Geil. Die kommt dann hier in das Teig. Oh wow, und dann wird sie frittiert. Wir drehen die raus und wir holländer frittieren alles, aber auch das. Alter, super interessant. Und dann ist das hier, wird das der berühmte Corn Dog. Das habe ich auch jetzt zum ersten Mal gesehen, weil ich war öfters in Amsterdam. Aber ich habe es jetzt nicht gesehen. Woher kommt das Ganze? Ist das holländisch traditionell? Oder? Na, wir Holländer stehen schon bekannt darum, dass wir Pommes machen. So, okay. Ne, in Deutschland ist auf jeder Ecke ein Bratwurstbude oder richtig, ein Dönerladen. Ja. Und in Holland ist das hier das Pommesbude. Und ja, wir legen ganz viel Wert auf unsere Kartoffeln und auf unsere Qualität. Und ja, Hammer. Wir sagen auch, wie frischer es ist, wie schöner es auch ist. Ne? So, und man sieht zum Beispiel hier unsere Corn Dog, wie das dann schön ein bisschen hoch geht. Aber das könnt ihr dann nachher auch sehen, wenn wir das schön machen. Ich bereite ein schönes Tellerchen vor und würde mich freuen, wenn ihr alle vorbeikommt. Auf jeden Fall. Freunde, die Adresse habt ihr gehört. Das ist hier direkt in der Wilmersdorfer Straße. Ja, das ist hier das Arkaden. Und da könnt ihr einfach mal schauen, was hier so abgeht. Ja, mir gefällt das auf jeden Fall. Also das Konzept ist wirklich sehr, sehr cool. Schaut mal, die holen sich alles selber. Die Kartoffeln holen sich selber. Hat er ja selber nochmal gesagt gehabt. Das ist kein Tiefkühl, ja. Kein Tiefkühl, was man dann sozusagen in den Ofen schmeißt, sondern oder in die Fritteuse, sondern die machen das alles selber. Die holen sich die Kartoffeln, schneiden die selber auf, präparieren alles selber. Ihr seht ja, hier die ganzen, das ganze Equipment, die machen hier alles selber, Kartoffeln, Sackkartoffeln. Und die wird dann sozusagen alles vor Ort zubereitet. Super interessantes Konzept. Krass, dass wir so ein holländisches Konzept hier in Berlin haben. Hätte ich so nicht gedacht. Wie gesagt, Berlin ist sehr facettenreich. Wir haben eigentlich fast alles hier. Aber das ist jetzt nochmal so ein kleines, eine kleine Krönung für mich meinerseits heute. Krass, ich hätte heute alles erwartet, aber nicht das. Also wirklich unglaublich. Ich dachte mir, oh Mann, jetzt muss ich wieder dasselbe erstmal noch was anderes ausprobieren.
was ihr schon kennt. Aber nein, heute ist mal wirklich was Neues da. Schaut euch mal an, wie die Pommes aussehen. Ist der Hammer. Und wir probieren natürlich gleich mal den Geschmackstest. Ja, machen wir sagen, Pommes muss schwimmen, ne? So, bei uns ist es in Holland so, dass wir nicht so viel mit Körbchen arbeiten. Okay. Aber der Pommes muss rum muss der Pommes krokant, knusprig und schön zugemacht werden. Und das kann man nur machen, wenn der Pommes auch frei ist im Moment. Okay. Und ja. Ja, Hammer. Schau mal, der mustert sogar die alten Sachen aus oder die schon. Das sind die kleinen Sachen, ja, die dann zum Beispiel zu klein sind und die dann geil, dass sie drauf schon, achten, aber man muss schon darauf achten, dass man nicht alles gibt. Und also die schauen schon auf Qualität hier. Ja, ja, Qualität ist uns A und O, sozusagen. Seit wann existiert das Konzept jetzt hier in Berlin? Das Konzept gibt es schon seit letztes Jahr. Letztes Jahr, okay. Ja, wir sind wirklich in der Corona-Zeit, vor der Corona-Zeit sind wir angefangen. Und während der Corona-Zeit ist es dann, haben wir aufgemacht. Wir müssen dann auch und wir versuchen trotzdem weiterzumachen. Und mit Hilfe von euch, dass ihr alle vorbeikommt und auch mal probiert. Ja, sicher. Und mal das Unterschied zwischen zum Beispiel McDonald's Pommes oder ja, das ist ja verständlich, ja. Dass man das dann macht so. Ne? Auf jeden und Fall. Das ist sehr schön. Wir haben natürlich auch verschiedene Soßen. Und die Soßen, die haben alle verschiedene Farben, die wir haben. Es ist alles ein bisschen anders, was die meisten auch gewöhnt sind. Mhm. So, wir fangen dann an mit unserer Pink Panther, ist das hier. Pink Panther, ne? Der Pink Panther ist das, dann ist der Aioli, rosa Aioli. Dann haben wir hier eine grüne, das ist der King Kong Koriander. Mhm. Dann haben wir hier eine Yuppie-Saus, das ist mit karamellisierten Zwiebeln. Wir haben einen Chili-Mayo. Wir haben einen, Mango-Mayo. Mango-Mayo, krass. So, und dann gehen wir jetzt mal die Pommes rausnehmen. Also Vielseitigkeit in seiner Klasse. Unglaublich. Geiler Typ. Oh, wow. Geil, zweimal. Hammer. So muss man das machen. Das ist eigentlich, wie wir in Holland eigentlich immer schon gewöhnt sind, das zu essen. Mhm. Ist dann so natürlich auch in der Tüte. Ich lege die jetzt mal so hin, und dass ihr das schön probieren kann. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist guten Appetit. Danke dir. Bitte. Herzlichen Dank. Oh wow, ich bin viel mal gespannt jetzt. Unglaublich. Du hast es ja richtig, Zauberei ist es bei dir. Ja. Geiler Typ. So, Freunde, an der Stelle geben wir mal ganz kurz. Gehört das denn auch noch zu euch, oder? Okay, die ist gerade beschäftigt. Aber wir gehen auf jeden Fall raus. Und probieren das hier an der Ecke. Und dann würde ich sagen, Prost oder guten Hunger. So, das war jetzt die erste Soße. Lieben Grüße gehen raus an der Stelle an Wevel Beef, die Kollegen von Wevel Beef. Mir egal, ob die Zuschauer mich feiern oder nicht, ich mache immer mein Ding und Essen wird immer eins meiner Leidenschaften sein. Essen probieren, Essen testen. Auf meinem Zellkanal. Boah, Bro, allein die Soßen. Mhm. Hammer. Hier geht's um Pommes, ne? So, das nächste Ding. Schmecken echt alle gut. Wow. Und hier haben wir dann deinen Corn Dog. Mhm. Ja. Wie heißt das genau? Corn? Corn Dog. Corn Dog. Das Teig wird da gemacht natürlich Brot. Nicht nur aus normaler Weizen, aber auch aus Maismehl. Und deswegen davon kommt der Name Corn. Corn Dog. Ja. Ey. Bitteschön. Dankeschön. Sehr originell. Die Soße. Die Soßen. Die Soßen macht ihr auch selber. Ja. Wow. Bruder. Freunde, das ist unglaublich. Boah, das mit dem Curry ist noch geiler. Mhm. Alle Soßen sind geil. Ja, eine normale Fritz-Cola wäre ganz cool. Danke. Ich
bin nämlich zuckerabhängig. Leider zuckerabhängig. Wirklich. Dankeschön. Wow, aber jetzt bis jetzt die drei und die Curry war auch hart. Sehr, sehr gut. Mm. Aber auf jeden Fall. Boah. Sag mal, die Soße sind ja nicht normal. Sehr, sehr lecker. Mm. Eine ist besser als die andere. Und die Pommes erst. Boah. Ja, man spürt natürlich die Qualität, Freunde. Und man kann nicht aufhören zu essen gerade. Also ich kann jetzt nicht aufhören zu essen. Und wenn das der Fall ist, dann wisst ihr, dass der junge Mann hier alles richtig macht. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal herzukommen. Schaut mal. Das ist der Corn Dog. Den checken wir jetzt mal ab. Mit einem Biss. Bro. Bro. It's just a fucking hot dog, but nice one. Freunde, ein bisschen Ketchup, Brot drüber, das Ganze frittiert, mit dem Hotdog mit drin. Also, ich glaube, ich muss nach Holland. Hm. Wir wollten ja sowieso nach Amsterdam mal eine Foodtour machen, oder? Bro. Dann sieht das Ganze aus. Mhm. Ultra geiles Konzept. Gefällt mir sehr. Mhm. Das geht einfach nur. Schau mal hier, die letzte Soße. Schau mal kurz. Sehr, sehr angenehm. Auch sehr eigen. Geil, Digga. Auch sehr, sehr eigen. Es ist schon heftig, dass sie das alles selber machen. Ey, von den Läden müsste man, von diesen Läden müsstet ihr 5-6 Stück haben. Wow. Freunde, jetzt ohne Witz, wenn ihr so eine richtig geile Pommes essen wollt, ja, Corn Dog. Kann ich aufhören zu essen. Freunde, ich arbeite mich jetzt mal rein und dann sehen wir uns hinterher nochmal zum Endfazit. Also, diese Sache lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Normalerweise esse ich auch bei den Aufnahmen, aber diesmal esse ich das Ganze in Ruhe auf, jetzt ohne Witz. Und dann sehen wir uns hinterher nochmal zum Fazit. Bro, this shit crazy. Woher kommen die Kartoffeln? So, die Kartoffeln, die kommen von der Lüneburger Heide. Okay. Warum? Hammer. Naturreservat, Naturdings, und wir wollen einfach nicht haben, dass die Kartoffeln bespritzt sind. So, das heißt auf gutes Deutsch gesagt, kontrollierter Anbau. So, und da sind unsere Kartoffeln sind nicht bespritzt, so wir können die Schale auch essen natürlich. Und da steckt auch noch was drin. Und dann fangen wir unsere Kartoffeln an, wow, zu schneiden. Und jede Pommes ist wirklich mit der Hand gemacht. Und so sehen wir dann aus, werden dann gewaschen und dann kommt das Programm, was wir vorhin gezeigt haben. Ja. Wow. So machen wir frische Pommes. Geil, Alter. Das ist schon eine geile Sache. Also Freunde, das ist hier nichts aus dem Sack, aus der Tiefkühltruhe. Hm. Ihr seht selber, der Meister macht es selber gerade hier. Wow. Hammer. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil hier ist alles fertig noch, weißt du? Ja, wie viele sagen bei Anfang, ach, es ist nur Pommes. Aber auf dem Moment, dass du reinbeißt, auf dem Moment, dass du die Soße probierst, auf dem Moment, dass du bei uns kommst, ist es ein Art Erlebnis. Auf und das ist, Fall, was wir wollen. Wir wollen, dass jeder sieht, es ist frisch, es ist alles in Ordnung. Mhm. Du kannst mit ein gutes Gewissen kannst du bei uns. Freunde, ich, komm mal hier, kann ich aufhören. Ja, das ist doch super. Ja, geil, Mann. Hammer. Sehr schön.
Würdet ihr sagen, dass es jetzt wieder ein bisschen okay ist oder fühlt man das an der Ökonomie zu sein? Na, man merkt schon, dass Corona da ist. Mhm. Ja, und auch gewesen ist oder immer noch da ist, man merkt es schon. Ja, absolut. Die Gastronomie hat er auch so. Deswegen haben wir auch lieber, dass ihr vorbeikommt, statt dass ihr bestellt. Wir sind natürlich auch froh über eine Bestellung, aber da verdienen wir zum Beispiel nichts mit, nur der andere. Aber deswegen ist es für uns immer, komm vorbei, probier diesen Erlebnis, nimm mal Pommes. Also wenn man frisch irgendwo was isst, egal ob man eine Pizza oder bei uns Pommes oder Indisch oder was dann auch, es ist immer schöner, die Feeling zu haben, um da zu sein. Wir haben kein 2G, wir haben, weißt du, jeder ist hier willkommen. Geil. Geimpft, ungeimpft, egal was, jeder ist hier willkommen. Feier ich, ne? Und das ist schön. So, und jetzt gehen wir zur nächsten Kunde. Vielen Dank für euch alles und ey, danke bis bald. Auf jeden Fall, ja. Geiler Typ, danke. Freunde, mir gefällt das Konzept auf jeden Fall. Ich bin jetzt die ganze Zeit bei der Bus hier. Schmecken tut es auf jeden Fall, zu 100%. Ja. Die Pommes ist top. Der Corn Dog ist top. Jetzt kommen wir schon zum Endfazit. Ihr seht ja, ich kann da nicht aufhören zu essen, weil es mir wirklich schmeckt. Ich esse die ganze Zeit schon weiter. Der Kollege hat mir sehr gut gefallen hier. Wird ja alles frisch vorbereitet. Ihr habt es ja selber gesehen. So, Freunde, wie ihr seht, habe ich schon alles verputzt. Es ist der Hammer. Die Pommes waren sehr, sehr lecker. Das Corn Dog war natürlich auch geil. Hat mir auch sehr gefallen. Ja, es ist halt so traditionell, würde ich sagen. Holländisch, nach der holländischen Art. Der hat mir gerade auch erzählt, dass sein Vater das so geführt hat. Und er das jetzt so weiterführt, seitdem sein Vater gestorben ist, macht er das hier so weiter. Und sein Wunsch war natürlich, das in Berlin zu machen, weil der wohnt doch schon so lange in Deutschland. Und ja, ich finde das geil. Ihr müsst ihn unterstützen, ihr müsst mal hier vorbeikommen und euch mal die Sachen reinziehen. Ohne Scheiß. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Fazit. Preis, Leistung, Ambiente und Geschmack. Ambiente ist auf jeden Fall cool. Wir sind hier im Center, eigentlich angenehm. Ist es hier im Arkaden oder was? Ja, wenn man so auf der Straße ist, alles nicht so weit, findet ihr alles. Und die Adresse ist natürlich verlinkt. Unten in der Infobox seht ihr die Adresse. Und ja, Ambiente ist cool. Ambiente würde ich eine 9 geben. Ja, weil daher, dass hier überhaupt viel mehr los ist. Nicht nur sein Laden sozusagen hier ist. Oder der Laden hier ist. Aber glaubt mir, das ist der Laden, Alter, für Pommes. Und traditionell holländischer Art. Nach traditioneller holländischer Art. Wenn ihr so ein bisschen Holland in Berlin haben wollt, kommt ihr hierher. So, weißt du? Der Typ gibt sich auf jeden Fall Mühe, macht sein Ding. Und er zieht es auf jeden Fall 100% durch. Vom Geschmack her ist das auf jeden Fall eine 10. Also das ist keine Burger King Pommes oder so, sondern das ist eine richtige Pommes, ohne Witz. Kein Tiefkühl. Ihr seht es hier, guck mal hier. Nochmal ganz kurz. Ihr seht es ja, ne? Und guck mal, er macht es da und macht es hier. Der bereitet das vor und haut die Dinger in den Dings, ins Öl. Das Öl habe ich jetzt auch mal gesehen gehabt. Das Öl ist frisch. Das wird auch regelmäßig gewechselt hier, sehe ich gerade. Und ich weiß ungefähr, wie so altes Öl aussieht. Deswegen kann ich euch sagen, er macht es auf jeden Fall korrekt. Das Öl ist frisch, man sieht das sofort. Ja, ihr kennt ja dieses abgefuckte Öl bei McDonald's, das riecht schon so abgefuckt, aber hier ist es so, ist echt alles frisch. Du spürst das sofort. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es auch schon mit dem Video. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren und die Preise sind natürlich vernünftig. Ja? Also es ist nicht überteuert und es ist dem Preis auch angemessen. Ja? Vom Level her, vom Geschmack her, ist der Preis sehr gut angemessen. Ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Ich war hier, Adresse ist unten in der Infobox verlinkt, kommt vorbei, mein Name ist Six All in the Mix, abonnieren, aktivieren, ich bin draußen. Ey, was für eine Pommes und schaut euch mal bitte die verschiedenen Soßen nochmal an, unglaublich, der Typ. Ohne Witz, eine Soße nicht genug, der gibt mir einfach 5 Soßen hintereinander, ja. Das macht er jetzt nicht bei mir nur, weil ich irgendwie hier bin oder was, Video mache, sondern das macht er bei jedem Gast so, ja. Und ja, da hinten sitzen auch Leute gegenüber und ziehen sich die Pommes rein. Ich bin positiv überrascht. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ich bin echt geschockt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute so finde. Aus dem Nichts übrigens. Ja. Und
ja, dass ich einfach mal vorbeischaue, so mit einer Pommes-Tecke. Und ja, die Pommes ballert. Hier, ihr seht es ja gerade. Man würde jetzt denken, es ist nur eine Pommes, aber glaubt mir, kommt selber vorbei und checkt das ab. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace out.